gerade, ich krieg Gänsehaut, Gänsehaut. Ich hatte sicherlich ein, zwei Autos, die sehr schnell waren, also. Und viele denken dann, ja, der konzentriert sich nicht auf den Fußball oder sowas, weil der einen Song rausgebracht hat. Es wird schwierig nächste Saison, du solltest lieber den Verein verlassen, so. Was hast du verdient in der Ausbildung, weißt du das noch? Ja, 100 Euro im ersten Lehrjahr. Das ist unser Ritual, dann sagt er, dann schieße ich mehr Tore. Es gibt nichts, was ich nicht habe, also. Ihr könnt da draußen reden, aber ich weiß, wie mein Plan gerade aussieht. Boah, das hittet aber, Alter. Das ist Traumberuf Profi und ihr schaut einfach Fußball. Ich bin Andy Lukoki, bin 26 Jahre alt, spiele als Linksverteidiger und ich zeige euch ein bisschen, was ich hier damals erlebt habe. Wir sind jetzt hier gerade in Horem und wir machen hier ein Einzeltraining. Das machen wir mal so in der Sommervorbereitung mit Dominik Reinhold. Und ja, er hält uns fit, vor allem weil wir ja wissen, in der Vorbereitung ist es dann immer so schwieriger reinzukommen. Und damit wir einen besseren Start haben, kommen wir vorher hier hin, machen ein bisschen spezifisches Training und kommen dann vorbereiteter in die Vorbereitung rein. Nach der Saison fliege ich zuerst in Urlaub und entspanne, gehe auch komplett runter. Und dann kurz vor der Vorbereitung geht es dann rüber zu ihm und dann weiß man, okay, jetzt geht's auch wieder los. Mein einziger Lebenstraum ist es, einen Schneider sitzen zu bekommen. Wieso klappt es nicht? Wenn ich dir das jetzt zeige, glaubst du mir nicht. Was? Das war's? Das war's. Warum? Tot! Weiß man nicht! Andi kenne ich schon seit der U16 beim 1. FC Köln, also das ist schon ca. 11 Jahre her. Andi ist jetzt bei uns intensiv im Training seit 10 Tagen ungefähr. Bereiten eben im Grunde auf die neue Saison vor. Andi ist natürlich einer der Top-Profis bei uns, gerade auch von der Einstellung. Wenn die Jungs alleine schon auf uns selber aktiv zukommen und sagen, ey, wir wollen bei dir trainieren, dann wissen wir natürlich, okay, die Jungs wollen auch wirklich mehr, weil gerade die Profis sind rundum versorgt eigentlich. Aber wenn dann nochmal ein Profi wie Andi auf uns aktiv zukommt, zeugt das davon, er hat eine unglaublich gute Mentalität, einen Willen, besser zu werden und will die nächsten Schritte machen. Was ist denn deine größte Schwachstelle, Andy? Ich würde sagen, dass ich noch zu defensiven Situationen denke. Also ich denke mal eher dran, ob die Absicherung da ist und alles, anstatt einfach mal loszulassen und auch mit nach vorne zu laufen. Körperlich, ich finde, ich könnte noch beweglicher werden. In der Hüfte, ja, im Gesäß und überall. Was? Das war's? Das war's. Aber ist nichts, was man noch nicht noch was dran ändern könnte. Du hast doch eigentlich bis nächstes Jahr Vertrag in Mainz. Trainierst jetzt aber hier. Warum? Ja, wir hatten ja jetzt Sommerpause und dann war halt schon das Gespräch da, dass ich halt zu einem neuen Verein gehe. Und wir sind jetzt auch gerade in Gesprächen und dadurch halte ich mich jetzt hier fit in der Nähe meines Zuhauses in Leverkusen. Also wir sind gerade in Horem. Ich bin in Leverkusen aufgewachsen und meine Familie wohnt noch da, meine Freunde. Deswegen halte ich mich jeden Morgen dann dort fit, bis das halt dann alles in trockenen Tüchern ist und ich dann auch einwandfrei einsteigen kann. Leben im Room, expensive shit, Baby, die Karte brennt. Lady of Rap, boy, macht doch böse, in meinem Bett Spagat. Ich hab ein Vorwurf wie jeweils an meinem Handgelenk. Ich bin Vincenzo Grifo, bin 30 Jahre alt, spiele beim SC Freiburg als Offensiv-Mittelfeldspieler und bin italienischer Nationalspieler. Ja, wir sind hier im SC Freiburg-Stadion, Europapark-Stadion nennt sich das. Da sind unsere Ultras, unsere Fans, die uns immer anpeitschen. Hier ist quasi der VIP-Bereich, das ist die Gegentribüne. Hier meistens unten rechts sitzen dann unsere Eltern, unsere Familie. Da ist dann unsere Trainerbank. In der Mitte kommen wir raus. Geiles Gefühl, 35.000 immer. Stimmung ist richtig geil, weil es relativ kompakt ist und zu. Bockt sich auf jeden Fall. Also mein Profidebüt habe ich ja gegeben, 19. Oktober 2012 mit Hoffenheim. Da habe ich noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Dann kam der Trainer hoch, fragte, ob ich ein Testspiel mitmachen möchte und dass ich da dabei bin. Habe da relativ gut performt. Und er hat mir dann gesagt, wenn ich gut performe,
kann ich nächste Woche dabei sein bei den Profis und habe mich natürlich unfassbar mega angestrengt, hat relativ gut geklappt und dann hat er mir donnerstagabends mitgeteilt, dass ich dabei bin bei den Profis und dass ich meine Sachen packe, dass ich mit ins Mannschaftshotel gehe. Ich habe mir auch schon so gesagt, ich will mit so 80, 90 auf dem Stuhl sitzen und sagen, so, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Manche haben halt nur ein Interesse, aber viele andere haben auch mehrere Interessen und da gehöre ich halt dazu. Ich habe Jetlag, Summerbike mein Hashtag. Ich finde es halt schade, dass viele Fans und Leute, die außen stehen, wenn ich einen Song rausbringe, denken die, ich saß jetzt die ganze Nacht im Studio, obwohl das Lied zum Beispiel vor 3 Jahren entstanden ist. Und das ist einfach nur ein Klick und das Ding ist online. Und viele denken dann, ja, der konzentriert sich nicht auf den Fußball oder sowas, weil der einen Song rausgebracht hat. Aber ob ich Musik mache nach dem Training oder ob ich an der Playstation sitze, ist eigentlich dasselbe so. Ich will kreativ sein und nur weil es was Öffentliches ist. Aber der Punkt ist halt, dass man nicht irgendwie den Fußball vernachlässigt. So, man hat viel Freizeit. Man kann ja nicht gerne. Ja, man kann ja nicht Übertraining machen. Irgendwann ist dieser Zeitraum fürs Training ja vorbei. Und was du dann mit der Zeit machst, so ist dir überlassen. Und Regeneration. Ne? Ja, genau, so freien Kopf zu kriegen und so. Und das ist halt meine Sache, so meine Regeneration. Hey! Was geht? Hinten anstellen. Ja, bei dir? Okay. Wie geht's? Also, guck mal, das ist mein... Bruder, ich muss! Guck mal, ich hab dem gesagt, der soll damit aufhören. Ich muss, ich konnte nicht. Warst du Solarium? Ja. Bruder, bisschen abgeschoben. Von wann? Ist ich weiß nicht, nein, ich stimmt. Nein, chill, Bruder, ich hab gerade geholt, mein Gott. Er glaubt wirklich, dass ich die gerade geholt habe. Er glaubt wirklich, ich hab... Übertreib nicht, von wann habt ihr das? Ey. Von wann ist... Ey! Also, das sind meine... Ich hab gar keinen Bock mehr auf die, ehrlich. Das sind die schlechtesten Freunde, die man haben kann. Alle Dragon Ball Fans auch wichtig. David, Justin, Daniel und Joshua. Mein Vater hatte hier immer so einen fetten Fußballsack, so mit 8, 9, 10 Bällen. Keine Ahnung, wer diese Bälle rausgeholt hat. Und das war mal so eine Mülltüte mit Hütchen und allem drum und dran. Und dann waren immer die ganzen Kinder, die hier auch mal diesen Fußballtraum hatten oder generell Fußball gespielt haben, die haben dann von oben gesehen, wie wir hier hingekommen sind. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die sind dann einfach so 8, 9 Kinder sind dann auch rausgekommen. Und dann hatten wir hier Trainingseinheiten wirklich. Bruder, der kommt mit Latschen und will dann was von Tesch erzählen. Boah, bitte, 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 sag mir das drauf. Sag mir das drauf. So. Warte, kickst du wieder. Genau. Oh. Ja, nimm. Ey, Bruder, das vorbei. Guck, das meine ich. In Schrebergarten. Guck, in Schrebergarten. Aber servus, hallo. Habt ihr euch ein neues Trikot gekauft? Gerne, kein Problem. Mit dem Trikot, wie du es anhast, oder? Ja, komm, hätte ich jetzt nicht mit dabei. Na gut, wir haben bestimmt einen drin. Kann ich dir einen bringen. Ja, darf auch Unterschrift drauf, wenn mein eigener Name draufsteht? Nein, das geht ja nicht. Hab ich mir halbe Dach, gell? Nein, ich natürlich unterschreibe. War nur Spaß. Nee, weißt du, warum ich die 40 drauf habe? Warum? Weil sie 40 Jahre ist. Nein, zu meinem 40. Geburtstag habe ich von Achim Stocker und Helmut Gebhardt ein Originaltrikot bekommen mit der Nummer 40 drauf. Ah, okay. Und seitdem ist die 40 bei mir. Dann mache ich kurz ein Foto. Mega sympathisch, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ich kenne auch irgendwie keinen, der ihn nicht mag. Jeder freut sich, wenn er spielt, wenn man ihn sieht. Das ist schon geil. Also ich dachte, dass er vielleicht ein bisschen genervt ist oder so, aber war mega sympathisch. Ja. Kommen einfach hierher, kaufen sich ein Trikot für 100 Euro, gehen damit feiern, gehen damit irgendwo hin, gehen damit ins Stadion. Ja, und früher hat man sich das ja immer gewünscht. Früher wollte man das ja immer, dass die Leute, dass man die Anerkennung hat, dass die Leute dein Trikot kaufen. Jetzt laufen sie damit rum und ja, wenn man sich dann einfach ein bisschen viel Zeit nehmen muss für die Fans, dann macht man das halt. Und das schätze ich sehr, ja. Und es gibt einfach keine größere Bestätigung, wie wenn du mit dem Auto hier ins Stadion fährst und du siehst die Leute in deinem Trikot. Also besser geht's nicht. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, weil ja, wenn die Leute sich dein Trikot kaufen, dann ist ja, ja, dann hast du ja auch einiges richtig gemacht. Dann sind sie auch deine Fans und das sollte man sehr schätzen.
Das ist dann unser Platz hier. Für mich ist das halt, ich einmal am Tag bin hier auf dem Trainingsplatz so ungefähr immer 2 Stunden. Und insgesamt mit Massage, mit Vorbereitung sind wir immer um die 4-5 Stunden hier. Aber gefühlt jeden Tag. Nur samstags nicht, da sind wir halt dann drüben im großen Stadion. Aber dafür auch sonntags sind wir auf dem Platz auslaufen und so sind wir auch. Manchmal auf dem Fahrrad, manchmal draußen, manchmal drin. Also jeden Tag, Minimum 2 Stunden. Hast du mal einen Tag, wo du zum Training gehst und denkst so, boah, ich habe gar keinen Bock? Nein, nein. Wirklich, auch wenn das mir kein Fan glaubt. Natürlich gibt es mal Tage, wo man ein bisschen weniger Lust hat. Aber so jetzt gar keinen Bock auf Fußball habe ich noch nie gehabt. Wirklich, also sehr, sehr selten. Sag mal hallo, willkommen. Wir sind gerade hier in der Wohnung meiner Eltern. Hier bin ich aufgewachsen, groß geworden. Hast du auch was zu erzählen? Ja, ja, sie will euch auch zeigen. Kommt rein. Willst du es übernehmen? Ich zeig euch so ein paar Räume. Bleiben Sie! Die Einbrecher sind da. Sekunde, ich mach. Ja, ja. Wann bist du hier ausgezogen? Mit 2021, da bin ich zu Bielefeld gewechselt. Also war ziemlich spontan, muss ich schon sagen. Ich konnte mich gar nicht mental darauf vorbereiten. Ich würde schon sagen, dass ich sehr familienbezogen bin und deswegen war der Schritt schon ein bisschen schwierig für mich. Mittlerweile ist es halt schön, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin und auch einmal ein bisschen, sag ich mal, Kind sein kann für eine gewisse Zeit und sich auch einfach mal Mama und Papa irgendwie bekochen lassen können. Ja. Genau, deswegen, hier geht's los. Das ist mein Zimmer, also mein altes Zimmer, würde ich mal sagen. Ja, einfach gehalten, wie ihr sehen könnt. Ist auch nicht mehr so viel da. Mein Bett steht noch da von früher. Hier stand immer der Tisch und der Fernseher mit meiner Playstation. Ich habe eigentlich 24/7 gezockt, so neben der Schule und dem Fußball so. Wie ihr auch hier sehen könnt, ein bisschen so, wird mein Zimmer auch mittlerweile halt auch für andere Sachen genutzt. So. Ich kann meinen Eltern auch nicht böse sein, wenn ich halt gefühlt alle 2 Monate oder so nach Hause nur noch komme. Ich habe denen sogar gesagt, wir sollen hier raus ein Esszimmer oder sowas machen. Irgendwas auf jeden Fall. Finde ich aber auch süß, dass ich noch ein paar Möbelstücke von früher habe. Dann auf der Seite, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, sind hier so ein paar Löcher. Hier habe ich mein allererstes Trikot hingehangen. Das Trikot von Alaba. Da habe ich damals noch bei Fortuna gespielt, meine erste Profisaison. Und dann hatten wir da so einen Telekom Cup, weil wir da noch in der zweiten Liga waren. Und da war ich ganz aufgeregt, weil ich wusste, Alaba spielt da. Und der war mein absolutes Vorbild. Und ich hatte gehofft, dass ich das Trikot wechseln darf oder tauschen darf mit ihm. Ich hatte auch das Glück, das zu machen. Und diesen Tag werde ich auch nie vergessen. Dann haben wir noch ein Foto zusammen gehabt. Also dann als 18-, 19-Jähriger, sage ich mal, ist das schon ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Und ach, dann weiß ich genau, jetzt weiß ich auch, was da noch war. Hier hatte ich eine Liste mal hingeschrieben, wo ich halt meine Pläne geschrieben habe, kurzfristigen und langfristigen Pläne. Und habe dann immer abgehakt, wenn ich irgendwas geschafft hatte. Und da standen Sachen drin, wie Vorlagen zu machen, also kleine Sachen wirklich, bis auf zu sagen, meinen ersten Profivertrag, mein Debüt feiern, mein erstes Spiel von Anfang an, mehr Spiele in der Saison zu haben, Kleinigkeiten am rechten Fuß arbeiten. Und das hat mir schon geholfen, weil ich dann jeden Tag aufgestanden bin und dann diese Liste im Blick hatte. Und es gab natürlich auch schwere Tage. Und das hat mir aber schon geholfen. Und dafür bin ich auch stolz, dass ich das in dem jungen Alter, sage ich mal, schon so diszipliniert gemacht habe. Das war so diese Sache, die so wirklich für mich war. Und wo ich gesagt habe, ihr könnt da draußen reden, aber ich weiß, wie mein Plan gerade aussieht und wie weit ich da bin, um die Sachen zu erreichen. Welche Punkte sind noch nicht abgehakt? Für Chelsea zu spielen. Das ist halt so dieser große Traum gewesen, für Chelsea zu spielen, für die Nationalmannschaft zu spielen. So. Und das sind halt Sachen, die man guckt irgendwann auf die Karriere zurück und entweder schafft man es oder nicht. Aber ob man es schafft oder nicht, am Ende sollte man zumindest sagen, ich habe alles versucht. So. Fahr vorsichtig, Papa, wir brauchen dich, hat meine Frau mir geschenkt, damit ich im Auto nie ja schnell fahre. Ich hatte sicherlich 1-2 Autos, die sehr schnell waren. Also. Und dann ab und zu hat man ja so seine 3-4 Minuten als Mann, wo man ein bisschen schneller fahren will. Aber die Zeiten sind vorbei. Sobald Kinder da sind, vergisst man das. Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Viele von euch haben diesen Kanal vielleicht noch nicht abonniert. Und das ist inakzeptabel. Deswegen einmal bitte auf abonnieren, auf die Glocke, kommentieren und liken, weil Support ist kein Mord. Und am Ende sind wir alle so. Seiten, schön, frisch machen. Wie oft musst du da hin? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Also bei mir ist ja auch so, meine Frau ist ja Friseurin. Und in dem Punkto
bin ich ja meiner Frau fremdgegangen, habe ihr gesagt, ja, ich gehe jetzt zum anderen Friseur. Sie hat mir ja über 10, 11 Jahre die Haare geschnitten. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, ich will aber Bart auch noch dazu machen. Deswegen gehe ich zum anderen Friseur. Hat sie gesagt, kein Problem, alles gut. Musik ist mein Leben, Alter. Es gibt so viel Freude, so viel Power. Meine Playlist, Lieblingssongs, alles gemischt. Von bis altbacken, 90er, Deutschrap, Italienisch, Schlager nein, Schlager gar nicht, kommt gar nicht bei mir rein. Aber afrikanisch, alles. Also es gibt nichts, was ich nichts habe. Also hier Burner Boy, so das, was man heutzutage alles hört. Bisschen Power. Ich darf ja Kabinen-DJ sein. Und daher habe ich, keine Ahnung, 3000 Songs oder so. Und muss ja auf alles vorbereitet sein. Ja, ist ja nicht einfach, alle zufrieden zu machen. Aber die, was eventuell deutsche Schlager hören oder so, die sagen schon mal, mach doch mal ein bisschen ja, deutsche Schlager rein. Aber das kommt bei mir einfach nicht in Frage. Das macht, so kann man sich, glaube ich, nicht motivieren vorm Spiel oder so. Oder wenn man Krafttraining macht. Leute, sollen mal in die Kommentare bitte schreiben, was die so hören vor den Spielen oder bevor die sich pushen. Was ihr wollt. Ich bin mit Deutschrap groß geworden und aufgewachsen. Deswegen wird es nie fehlen bei mir. Also eins ist klar, wenn meine Kinder und meine Frau hier sitzen, dann wird sowas nie gehört. Nur wenn ich alleine bin auf dem Weg ins Training. Was ich mal auf jeden Fall machen muss, ist mal auf ein Konzert gehen von Haftbefehl, das habe ich mit meinen Freunden mal so ausgemacht. Aber wenn einer ins Stadion mal kommen will, nach Freiburg, soll er mir schreiben. Kein Problem, ich organisiere alles. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Da sollten wir meine Schwester beim Kochen eigentlich erwischen. Hallo. Wie war es denn für dich mit dem Andi aufzuwachsen? Hat er viel Mist gebaut? Ja? Ist das eine ernstgemeinte Frage? Wow, wow, wow. Nein, ich glaube, das beantwortet die Frage schon. Oh, wow. Nein, Spaß. Nein. Also missgebaut, nein. Sag mir mal. Das war das fakeste Nein, das ich je gehört habe. Nein, Spaß, nein. Also, er war wirklich lieb, aber ist klar, es gibt auch immer so manche, ja, in einem gewissen Alter ist man so ein bisschen, ne, ein bisschen sturiger drauf. Aber du hast dann wahrscheinlich ihn auch miterzogen, ne? Ja, ich hab's versucht, deswegen ist der heute so ein Prachtstück geworden. Seitdem der wirklich denken kann, war der nur mit dem Ball am Spiel, ne? Sogar bevor er richtig reden konnte, statt Ball hat er immer Kackelam gesagt. Wow, wow, danke. Nee, ist halt, sag ich mal, so im jungen Alter schon so, dass man halt mit seiner Schwester sich hin und wieder mal ein bisschen kebbelt. Aber ich sag mal, dadurch habe ich ein bisschen meine Zweikampfstärke bekommen. Ja. Wenn ich so verpacken kann. Ja, das auf jeden Fall. Also man muss sagen, ohne mich wäre der nicht so stark wie heute. War er damals schon eher so, dass er mich eher verteidigen musste, ja? Ja, ja. Ja, ja. 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 Aber ja, so ist es doch bei jeder Familie, denke ich so. Ja, aber da waren wir uns ja sehr lieb, ne? Ja. Ja. Ich habe Hauptschule gemacht, bis zur 9. Klasse Abschlussprüfung und habe dann meine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechatroniker. 100 Euro im ersten Lehrjahr, weil ich relativ viel Theorie hatte und einmal in der Woche Praxis. 100 Euro, 103 Euro. Machen wir Parkschein lieber, bevor wir Strafzettel kriegen. Wir sind ja sehr, sehr vorbildlich für die Fans. Vorsicht, Fahrradfahrer hinter euch. Servus zusammen. Servus. Hallo zusammen. Alles gut, ich habe Mikrofon an, gell? Damit du Bescheid weißt. Sali Haval. No. Ma guarda come stai. Wie geht's? Sali Ferro. Was geht? Wie geht's? Alles klar? Boah, sieht ja gut aus heute. Was geht bei dir? Ja, man auch. Doku. Eine kleine Doku. Mikrofon. Pass auf, wirst gehört. Kimo Abi. Ich geh. Boah, wie krass siehst du aus. Alles klar. Wie geht's dir, Bro? Ja, auch gut. Ihr zwei wart auch schön im Urlaub, hä? Ja. Schön gesehen. Ja, war ein schöner Urlaub, ja. Wir haben es uns gut gehen lassen. Ja, mit Sport sogar, schöne Farbe. Highlights, sag, was ist los? Das war ein Ding. Sporturlaub. Ja, es war echt krass, aber muss man echt sagen. Ich bin ja dieses Jahr nirgends hingefahren wegen Julia und Emilia. Ja.
Glückwunsch nochmal. Gell? Danke, Glückwunsch vielen Dank. Nochmal. Danke. Ja. 06069. Oh. Aber ich sag immer, das ist die 06069. Kaffeemaschine. Haftbefehl. Die Höllenfahrt. Hier knallt Pistolen, während du rappt die Borschen. Grazie. Wisst ihr, was das heißt? Mangia grazie. Wenn jemand Trinkgeld gibt in die Kasse für die Jungs, dann sagt man Mangia, das ist Trinkgeld, und grazie. Und dann sagt das jeder. Das hier so ist Flair. Höflichkeitsgeste. Höflichkeitsgeste, genau. Und der Chef tut mir immer dann die Haare stylen, das ist unser Ritual. Dann sagt er, dann schieße ich mehr Tore. Mal sehen, ob es diese so auch klappt. Und so musst du es auch immer stylen. Denk dran und nicht nach deiner Methode. Ja, ja, manchmal habe ich meinen eigenen Kopf. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Viel Spaß heute noch. Gefällt's euch? Kann ich so gehen? Nimmt mich meine Frau so wieder zurück, oder? Besser geht's nicht. Wir müssen zum nächsten Plan. Ruf dich heute Abend an. Peace. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh. Das hier ist das alte Pavillon, als ich als Fünftklässler hier hinkam. Und da haben wir uns immer oben an den Fenstern versteckt und einer hatte immer so Actimates. Und es gibt ja welche so mit Johannisbeere und so, und die sind dann lila. Und dann hat er die immer von oben runtergeworfen auf die Kinder, sodass die vor denen aufgeplatzt sind und deren ganze Klamotten dann immer so voller Actimel war. Und zu der Zeit war es schon ziemlich witzig, weil einer eine komplett weiße Hose hatte und getroffen wurde. Und das war alles lila und da musste der im Winter mit einer kurzen Sporthose rumrennen. Wie ich sehe, ist es bis jetzt noch so, dass Leute da Unterricht haben. Versuch mal reinzugehen. Boah, das wäre witzig, wenn das irgendwie aufgeht. Und das wäre, könnte ich mir da noch zutrauen. Was? 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 Nein. Ungelogen, es riecht noch genau wie damals. Was? Ja, das wäre auch zu viel. Die Toilette hat immer so hart gestunken, weil die immer verstopft war. Das ist so krass. Das ist so Wahnsinn gerade. Naja, also die Schulzeit hat man früher eigentlich immer so verflucht, aber ganz ehrlich, so, das war die witzigste Zeit im Leben eigentlich, weil man hatte da keine Probleme. Man hatte zwar so Schule und so. Das waren wir. Das waren wir. Wir sind immer hier runtergerutscht. Sehr schöne Zeit gewesen. E, F, C und F war die Hassklasse. Hier kommen wahrscheinlich auch. Nein. Was? Was? Sekunde mal. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, hier saß ich. Hier hatte ich meine Mathearbeit, das weiß ich noch. Das ist krass. Wie kann das sein? Hä? Ich bin gerade so komplett durch den Wind. Das ist unglaublich. Genau hier saß ich so. So ein bisschen weiter hinten. Und ich weiß noch, zu der Mathearbeit habe ich so von einem richtig abgeschrieben. Und das Komische war, dass genau er die beste Punktzahl hatte in dieser Aufgabe und man mir es nicht abgekauft hat, weil ich nicht hingeschrieben habe, wie ich auf die Lösung kam. Und dann habe ich wirklich ganz dreist hingeschrieben, ich kam auf die Lösung durch Fingerzählen und logisches Denken. Aber 2 Punkte bekommen oder so deswegen. Das ist so krass, ne? Genau hier. Wieso nicht letzte Reihe? Nee, weil ich durfte nicht. Weil die auf die letzten Reihe wird ja immer so geschaut und so. Und ja. Die haben dann immer Partys gefeiert und gegrillt und sowas. Und deswegen. Und wenn du heute dem Andi von früher eine Sache mitgeben könntest, was wäre das? Investieren in Bitcoins. Boah, das hittet aber, Alter. Das ist gerade richtig, wirklich, also. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also ich fand es lustig, dass es hier so
ist aber, dass es auch noch die Tür offen ist und ich jetzt genau, also wirklich so vieles wieder mich daran erinnern kann, ist schon heavy. So, ich bin zwar sehr nah am Wasser gebaut, aber ich dachte so, dass ich zumindest manche Sachen so überspiele, aber ist schon krass. Ja. Der Lauf geht 40 Minuten, bisschen schneller, erstmal ein bisschen einlaufen, dann 4 Minuten Tempo, dann ein bisschen wieder traben, 4 Minuten Tempo, ein bisschen traben, genau, und das 4-5 Mal. Und dann gibt es ein paar Steigerungsläufe und alles so mit eingebunden. Und insgesamt geht der Lauf 40 Minuten. Heute ist nicht der allerstrengste oder anstrengendste Lauf, sondern mehr oder weniger mittelmäßig. Sollen wir in den Wald rein? Komm. Volles Programm. Ja. Alles auf. Die Uhr. No rest, without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human life. Was würdest du sagen, die Jungen anfangen mit Fußball? Was ist so das Wichtigste, was damals in deinem Kopf war? Sich nicht zu viele Gedanken zu machen. Ich weiß noch, in Köln wurde mir dann gesagt, ja, es wird schwierig nächste Saison, du solltest lieber den Verein verlassen, so, kannst gucken, wohin und alles. Und dann bin ich zu Fortuna gekommen und das war das Beste, was mir so passieren konnte. Weil da bin ich dann Profi geworden. Er sagt mir, dass ich auch Profi geworden wäre, wenn ich bei Köln geblieben wäre. Und daher niemals den Kopf verlieren. Ich habe meinen Lauf gemacht, bin jetzt fertig für heute. Ich hoffe, ihr habt mal gesehen, wie so ein Vincenzo Grifo durch die Woche geht, mit Friseur, mit Laufen, mit allem drum und dran. Ein bisschen der Geschichte von mir gehört. Jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat, das Video. Lasst mal in die Kommentare, was euch so gefallen hat und was euch nicht so gefallen hat und was ihr so denkt drüber. Und genau, und jetzt bin ich fertig. Jetzt genieße ich die Zeit mit der Familie. Peace. Haut rein, passt auf euch auf und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.